Hallo zu Hashtag Bayreuth kocht zu Hause. Heute haben wir ein weiteres Mal Daniel Parzen bei uns. Freut uns sehr, dass du wieder da bist. Vielen Dank. Ist der heißbegehrteste Junggeselle, denke ich, in Bayreuth, wenn man die Likes und die Kommentare von unseren vergangenen Posts so sieht. Also es freut mich sehr, dass er wieder da ist. Was hast du heute vorbereitet für uns? Heute kochen wir ein Philly Cheesesteak Sandwich, also mal was Amerikanisches. Die sagen, kriegt man hier alles eigentlich ums Eck rum und das ist eine ordentliche Mahlzeit, wo man, ja, ist zwar sehr reichhaltig, sagen wir so, aber einfach bombastisch lecker. Klingt auf jeden Fall gut. Ich sehe die Zutaten. Ich freue mich, dass wir uns gleich ranmachen, mit der Arbeit beginnen. Ja, fangen wir los. Was ist das da hinten für Fleisch? Hier haben wir einmal ein Roast Beef. Das ist jetzt ein Dry-Age Roast Beef. Da kann man aber auch ein normales Roast Beef oder eine Rinderhüfte nehmen. Das haben wir bei uns in der Metzgerei sehr dünn geschnitten. Also echt richtig, richtig dünn. Damit es später schön in Stücke geschnitten werden kann und dann aufs Sandwich kommt. Wie lange ist das gereift? Also das ist jetzt seit 4 bis 5 Wochen gereift, ist dann vom Knochen runtergeschnitten worden und wurde nochmal zugetrimmt und dann schön dünne Scheiben geschnitten. Ja, aber wie gesagt, man kann auch normal gereiftes nehmen, man braucht jetzt nicht unbedingt Dry Age, aber da hat man halt einfach irgendwas intensiveres, nussigeres, was auch super zu dem Sandwich passt. Und dann fangen wir einmal an mit dem Gemüse schneiden. Hier habe ich jetzt Paprika. Ja, viele denken jetzt, normalerweise nimmt man ja für Steak-Sandwich immer grüne Paprika. Ich war aber heute auf dem Wochenmarkt und da gab es fränkische rote. Deswegen habe ich gedacht, dann nehmen wir halt fränkische Paprika. Das Ganze wird jetzt einmal oben und unten abgeschnitten. Dann einmal hier rumfahren. Dann kriegt man das Gehäuse super raus. So, das wird jetzt halt in Streifen geschnitten. Natürlich vorher alles gewaschen. Dann schneiden wir noch einmal durch. Wichtig, das Weiß immer ein bisschen wegschneiden. Das hat dann einfach nicht so einen tollen Geschmack. Was ist das für ein Käse? Das ist Cheddar, oder? Genau, also hier habe ich jetzt einen Cheddar-Käse genommen. Normalerweise nimmt man einen Provolone, also so machen es die Amerikaner zumindest. Aber das bekommt man hier oft immer sehr schwer her. Deswegen kann man da einen milden Cheddar nehmen oder wenn man es ein bisschen würziger mag, einen älteren Cheddar. Oder man kann auch Mozzarella nehmen, wenn man es sehr, sehr mild mag. Das ist dann auch kein Problem. So, jetzt tun wir mal das Ganze schon mal heiß werden lassen, die Pfanne. Dann nehmen wir jetzt auch ein Stück Butter. Und währenddessen schneiden wir dann auch schon mal die Zwiebeln. Das schneide ich dann später auch noch mit dazu, aber jetzt machen wir mal die Zwiebeln dazwischen. Die kann man jetzt in grobe Würfel hacken, also da braucht man nicht sehr, sehr fein machen. Ja, ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, du bist mehr so der Mann fürs Grobe, auch bei dem Gemüseschneiden. Ja, also, ja. Ich kann auch sehr fein sein, aber es kommt immer darauf an, welches Gericht und was ich da brauche. Also hier ist es jetzt halt nicht so wichtig. Die Amis, die machen zum Teil noch einen Tick gröber, weil das Ganze wird dann sehr weich gebraten auch, also glasiert. Und da haben wir einfach ein wenig schöne, größere Stücke, weil das Fleisch ist dann weich, die Zwiebeln sind ein bisschen fester, auch von der Struktur her. Und dann hat man da eine gute Kombi, was super zusammenpasst. Pass hier auf deine Butter auf. Genau. Da legen wir auch schon gleich los. Da kann man auch mal Paprika und Zwiebeln zusammen reingeben. So, also das braucht jetzt auch auf jeden Fall auch ein Stück, dass das halt schön weich wird. Was macht sonst ein bisschen die Metzgerei? Ihr habt ja alles noch offen. Euer Lieferservice läuft auch noch. Genau, der Lieferservice läuft immer noch ganz gut. Vor allem halt auch für die momentane Risikogruppe ist das, finde ich, ein wichtiger Schritt, damit auch unsere ältere Stammkundschaft auch gut versorgt wird, ohne
ja, sich jetzt einem Risiko auszusetzen. Und dann liefern wir das an die Haustür, natürlich mit ja, hygienischem Protokoll, also dass man Abstand hält, dass man dann das Geld alles schon bereitlegt und ja, extra auch alles extra nochmal ein wenig separat packt und dann ist das alles kein Problem. Das ist ja auch vernünftig, definitiv. Genau. So, während das jetzt halt schön brät, fangen wir schon mal mit dem Fleisch an. Das habe ich ja vorhin schon gezeigt. Lass vom Metzger schön dünn schneiden. Wenn nicht, nimmt ein Steak. Tut es vielleicht ein bisschen in Frischhaltefolie verpacken. Kurz irgendwie für 30, 40 Minuten frieren, damit es ein bisschen fester ist. Dann kann man da auch schön dünne Scheiben runterschneiden. Hier werden wir jetzt das Ganze auch nochmal ein bisschen zerteilen. Wenn es sehr, sehr fein ist, könnte man das auch dann mit der Spachtel dann in der Pfanne direkt zerkleinern. Aber so hat man schon mal, ja, dann später in der Pfanne weniger Arbeit, wenn man hier schon mal ein bisschen anfängt, das grob zu schneiden. Du weißt mit Sicherheit auch hier wieder, wo das Rind herstammt, oder? Genau, also das ist jetzt halt auch wieder von unseren Weiderindern ein Stück. Hier sieht man auch, das ist, hat eine super Marmorierung. Also Marmorierung bedeutet immer diese intramuskuläre Fett. Und ja, das ist, also man braucht da wirklich auch nicht irgendwie international irgendwas zu holen und zu kaufen. Man hat halt auch oft das Beste eigentlich schon vor der Haustür. Man muss einfach nur ein bisschen schauen und die Augen offen halten. Wir haben halt dann auch mit unseren Bauern dann eine gute Partnerschaft, wo wir sagen können, ja, wie sie die Fütterung machen sollen, wie dann die Haltungsform ist. Und da können wir dann auch immer viel Einfluss mitgeben. Das ja, geht so halt bei den Supermärkten nicht. Ne? Aber da kann ich beim Großhändler kann ich nicht sagen, ich hätte gern die Haltung so und so. Und so können wir dann mit den Bauern halt wirklich super zusammenarbeiten. So, das Ganze schieben wir jetzt halt hier ein bisschen auf die Seite. Und dann kommt in die gleiche Pfanne dann das Fleisch mit rein. Da auch ein bisschen zerteilen. Würzt du das gleich da drin oder danach? Also ich sage jetzt immer zum Beispiel salzen, das kann man vorher. Pfeffern würde ich erst danach. Hier haben wir jetzt halt auch Murray River Salz, was sehr grob ist, also grobflockig. Das finde ich einfach für Steaks oder für edle Sachen finde ich das am besten. Also da würde ich kein sehr, sehr feines Jodsalz nehmen, weil das einfach ja, nicht so toll ist wie so ein grobes Meersalz. Pfeffern erst danach, weil das ja, wird meistens dann immer bitter, vor allem auch bei den sehr günstigen Pfefferpulver. Da wird es halt sehr schnell bitter. So, wenn das Fleisch überall ein bisschen angebraten ist, dann kann man das Ganze hier zusammen mischen und dann nochmal ordentlich mixen. Weil es kommt später dann alles auf einmal. Willst du das ein bisschen rosa lassen, also medium lassen? Oder? Also hier gehe ich her, schaue, dass es innen drin wird es immer ein Ticken Medium sein. Nur hier wird es halt echt schwierig immer zu sagen, das eine Stück ist halt wegen mehr durch, das andere nicht so. Aber diese Mischung macht es halt dann auch aus. Dann machen wir das Ganze wegen runterschalten. Jetzt zieht es noch ein bisschen nach. So, und während es nachzieht, machen wir jetzt einmal noch die Käsesoße. Und dann nehmen wir so einen Topf. Wir machen das Ganze einmal an. Hier kommen jetzt halt 2 Esslöffel Butter mit rein. Dann machen wir so eine Mehlschwitze für diese Käsesoße. Ja, so Low Carb ist es auf jeden Fall ein nettes Gericht, nee, aber also ich denke dafür umso leckerer. Ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist halt schon reichhaltig, aber ja, die meisten lieben einfach Käse. Das ist überall, wo Käse drauf ist oder dann zum Beispiel auch Bacon, das macht es einfach alles besser. Ja, das ist die Regel vom Paten. Käse macht das Leben besser. Genau, hier gehe ich jetzt auch her. Ich habe ja 2 Esslöffel Butter drin. Jetzt mache ich auch 2 Esslöffel Mehl mit dazu. Warum das Mehl? Das bindet, oder? Genau, also da macht man eine schöne Mehlschwitze draus. Das sieht man schon, das darf auch ja, schön gold werden, sollte aber nicht anbrennen. Also da auch mal gucken, dass man vielleicht mal kurz vom Herd weggeht von der Hitze.
So, das Ganze wird jetzt dann mit 250 ml Milch aufgegossen. Das Gericht, für wie viele Personen würdest du das jetzt deklarieren? Also das würde ich jetzt so für ca. 3 Personen rechnen. Klar, Käsesoße wird wegen mehr. Die kann man dann aber auch für zum Beispiel als Beilage für die Nacho nehmen oder wenn man danach noch einen Film schaut, dann für die Nachos halt einfach nutzen. Da kann man auch einfach wegen mehr machen, genau. Also wir werden heute keinen Film mehr danach schauen, das kann ich dir versichern. Nee. Aber ich denke, für uns zwei reicht es auf jeden Fall und heute müssen wir ja ein bisschen früher dran sein als das letzte Mal. Das stimmt, ja. So, hier habe ich dann auch einen Cheddar genommen. Das war ein Block. Den habe ich dann gerieben, man kann auch fertig geriebene nehmen. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen warm werden, dann kommt es mit rein und schmilzt schön. Dann haben wir am Ende eine tolle Käsesoße. Ohne irgendwelchen Schnickschnack, was halt oft bei diesen fertigen Käsesoßen mit drin ist. Von Emulgatoren über verschiedene XYE-Stoffe. Das ist einfach nicht so toll. So, jetzt wird es schon wärmer. Jetzt kommt der Käse mit rein. Das Ganze würze ich dann auch mit Pfeffer und Salz. Wer jetzt hier zum Beispiel eine scharfe Chilisauce mag, der kann auch jetzt auch einen Cheyenne-Pfeffer nehmen zum Beispiel oder ein bisschen Chilis mit reinhacken. Schön fein. So, jetzt sieht man schon, das wird wegen fester, schmilzt jetzt auch schön. So, dann nehmen wir auch unseren Cheddar in Scheiben. Da habe ich jetzt einen würzigeren genommen. Ja, ich bin einfach mehr Fan von dem würzigen. Hey, alles, was du hier das auf den Boden wirfst, müssen wir dann wieder aufheben. Gell? Ja, du weißt, wir sind ja aufgrund minimalem Personalstand hier komplett alleine. Das heißt, auch der ganze Abwasch bleibt uns, weil ja die Kollegen von der Filmcrew, die helfen mir hier nicht so richtig beim Abräumen. Leider, ja. Leider. Aber essen tun sie schon mit. Käsesoße ist auch schön aufgekocht. Das ist auch wichtig bei der Mehlschwitze, dass das Ganze mal auch ein bisschen anfängt zu blubbern und auch dann bindet. So, und hier lassen wir das Ganze jetzt einfach so lange drauf, bis der Käse ein wenig geschmolzen ist. Und dann können wir das Ganze in ein Baguette geben. Hier habe ich jetzt dann auch ein Baguette genommen. Das habe ich heute früh bei der Bäckerei Hübsch in Heinersreuth geholt. Ich finde einfach, die machen einen tollen Baguette. Was auch jetzt für mein Sandwich auch die perfekte Form hat. Oft gibt es auch immer welche, die sind sehr dünn, aber da kriegt man halt dann nicht gescheit was drauf. Heute machen wir das Ganze ein wenig größer. Das cutte ich auch einmal hier in der Mitte durch. Dann haben wir schon mal 2 Portionen für uns diesmal. 2 große Portionen. Genau. Den Käse immer mal wieder drauf schauen. Können wir auch wieder runterstellen. Hier sieht man schon, fängt schon an zu schmelzen. Da gehe ich jetzt dann her, tue ein bisschen umrühren. Das Ganze vermischen. Jetzt, nachdem das ganze Braten passiert ist, kann ich jetzt auch hier Pfeffer dazugeben, wenn es nicht mehr so heiß ist. So, sobald dann der ganze Käse schön geschmolzen ist, können wir jetzt schon mal anfangen. Oh ja, Spaghetti jetzt sieht es gut aus, jetzt zieht es sich schön, ja. Da gehen wir jetzt auch her, machen hier aus. Fangen wir an, das Baguette zu belegen. So, deins fertig. Jetzt kommt dann auch die Käsesoße mit drauf. Fertig ist das Sandwich. Bitteschön. Wow, danke. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wow, sieht wirklich gut aus, das Low Carb Sandwich. Genau, das Low Carb, Low Fat. Man muss natürlich zu Hause nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, das nicht gerade so günstigste Dry-Age-Fleisch nehmen. Ich denke, man kann ganz normales Roastbeef nehmen oder anderes Fleisch. Roastbeef oder wenn man es sehr mager macht, zum Beispiel vom Fleisch her.
Dann nimmt man dort eine schöne Hüfte, die ist sehr mager. Beim Käse schaut man dann, dass man zum Beispiel einen fettarme Mozzarella nimmt. Und ja, dann wird das Ganze schon ein wenig leichter. Und dann kann man einfach spielen von der Menge vom Käse her, ob es jetzt doch ein wenig reichhaltiger werden soll oder nicht. Genau. Alles klar. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt es zu Hause nachkochen und habt Spaß daran. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, du bist nicht das letzte Mal dabei. Immer gerne wieder ein gern gesehener Gast hier. Ja. Und ja, ihr wisst ja, ihr findet alles auf Facebook, auf unserem YouTube-Channel und natürlich in der Mediathek vom Eiler Tasting Center. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Ciao.